Willkommen zurück. Hier schrubbt er noch ordentlich weiter. Sieht wirklich sehr schön aus. Und unsere Krankenstation ist immer noch nicht fertig. Das dauert wirklich noch ein ganzes Stück. Von der Versorgung her, der Strom muss innen drin noch verlegt werden. Wir haben ja auch nur 10 Mitarbeiter von den Bauarbeitern her und das ist natürlich dann schon ein bisschen wenig, aber dafür machen die es ja echt gut. So, wir hauen auf jeden Fall hier mal das ganze Holz raus, kriegen schön Geld dafür. So. Haben wir jetzt schon 900 Euro gemacht, jetzt schon 1000. Schon 1450 Euro von dem Bauholz verkauft. Ja, haben wir schön Kohle gemacht. Jetzt schauen wir gerade nochmal die Bedürfnisse an. Ja, die sind schön runtergegangen. Hygiene auch ein bisschen runtergegangen. Aktiv schlafen. Alkohol trinken. Also im Komfort, Umwelt und Privatsphäre sind sie alle zufrieden. Sicherheit auch. Gut, dann wäre das schon mal klar und gut. Oh, und hier, jetzt machen wir schnell auf, hier, dass die arbeiten können. Ah, hier wird jetzt geputzt. Wo sind andere Wischer? Weil außen braucht er nichts wischen, das sage ich dir aber. Und hier auch nicht, der soll die Kantine putzen. Ah, ne. Den schicken wir mal auf Zellentour. Ah, ne, das macht er dann, wenn die alle Hofgang haben und die Zellen leer sind, genau. Und der Duschraum ist ja echt blitzeblank, das ist perfekt. So, in den Gruppenraum packen wir den mal noch einen Billardtisch. Schön in die Mitte, so. 300 kostet die Scheiße. Noch ein breites. Ups, falsch rum. Noch breites Sofa. Und einen Fernseher sogar. Das müssen die sich mal gönnen. Einen tollen Fernseher. So. Eine Gewichtsbank packen wir mal noch. Ne, das machen wir nicht. Die werden dann sonst kräftiger vielleicht, weiß ich nicht. Aber ein paar Telefonzellen dürfen die sich auf jeden Fall gönnen. Und da gab es auch irgendwas bei Subventionen von wegen. Mindestens 2 Fans, ja. Mindestens 5 Telefonzellen. Dann machen wir das mit den 5 Telefonzellen noch. Wo waren die denn? Hier. 2 haben wir da. Haben wir hier noch 3. 4 und hier in die Wand noch eine 5. So. Dann kriegen wir nämlich noch 5000. 2 Fernseher. Dann klatschen wir halt noch einen Fernseher da rein, ne? Heißt das, dass man das da reinbauen muss? Ja, wahrscheinlich. Sonst hätte ich es auch in den Pausenraum von den anderen da reingebaut. So, perfekt. Zehn Wachen, weise 3 Wachen eine Patrouille zu. Uiuiui. Naja, wenigstens bekommen wir dazu Kohle. Dann machen wir das gleich mal. Aber erstmal noch hier von wegen einer Mauer. Und die hatte ich doch gesagt, die sollen da schön mal eine große Gefängnistür reinjagen. Räume, 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 Krankenstation. Hier.
Ja, das wird eine große Krankenstation. Und ich denke, nachher bei den ganzen Schlägereien brauchen wir auch einiges an. Was putzt denn der da draußen? Könnte echt ausrasten. Der soll gefälligst hier drinnen die Küche putzen oder die Kantine. Die ist saudreckig. Hä? Ah ja, okay. So, ein paar Krankenbetten. Jo. Die kommen hier mal hin. Eins. Zwei. Drei. Zwei Ärzte. Eins, zwei. So. Die heilen den gerade auch schön und da war doch noch irgendeiner, der verletzt ist. Schicken wir gerade mal die Ärztin hin. Und ich glaube, irgendeiner war doch auch bewusstlos. Ist der jetzt tot oder? Weiß es wieder nicht. Hier fehlt noch Wasser. Hehe. Ja, da hat es dann wohl doch nicht so ganz gereicht. Vom Druck her, da hört er dann also doch auf die Länge. Ja, aber das reicht doch. Gut, dann bauen die halt nochmal schön. Haben das schön aufgeschlossen. Und eigentlich sind es ja schon relativ viele Gefangene hier, die alle in einen Block reinkommen. Ja, egal. Ist halt so jetzt, ne? Von wegen Forschung. Patrouillen. Fernsteuerung. Das machen wir gerade mal schön. Zwangsarbeit brauchen wir auf jeden Fall. Kredite brauchen wir jetzt auch nicht. Aber lieber die Ausbildung. Und die ist wirklich. Wird ganz nützlich sein. Die können wir dann hier oben irgendwo hinpacken. Hier haben wir ja auch noch Platz für irgendwas. Jetzt weiß ich halt nicht für was. Oh. Wurde der jetzt behandelt? Ja, scheint so. Ein Krankenbett haben wir wenigstens. Fünf Wachen ohne Aufgabe. Ja. Oder holen wir uns. Wenn wir uns noch die holen, dann kommen da nur normale, genau. Kommen wir nämlich mehr Geld dafür. Auch höheres Risiko, aber das ist jetzt erstmal egal. Hauptsache mehr Geld jetzt. Bauen. Wir brauchen unbedingt noch, muss ich gerade mal reinschauen. Eine Putzkammer. Die können wir ja hier oben hin tackern. So. Putzkammer haben wir jetzt. Besuchszimmer auch, das auch. Personenraum auch, Export. Brauchen wir noch nicht. Leichenhalle. Können wir später mal holen. Sicherheitsbüro müssen wir noch eröffnen. Ich würde sagen, das machen wir hier. So. Brauchen
Brauchen wir auch wieder Aktenschrank. Schreibtisch. Und Stuhl. So, alles schön auf einem Haufen. Wir brauchen Platz dann für die ganzen Gerätschaften. Und das hat sich echt gelohnt hier. Nur der Platz hier ist natürlich jetzt ein bisschen verschwendet. So, Tag 4, die schlafen noch. Die gehen dann ja gleich alle duschen. Und machen den ganzen Vormittag ja auch nichts. Wird sich bald ändern, bald wird nämlich hier geschuftet. Und zwar geputzt. So, Putzkammer. Stationierung, eine Logistik. So, die können jetzt da arbeiten gehen. Müssen wir jetzt halt noch einplanen. Die Arbeit. So, eine Stunde Freizeit. Aber weißt du was? Das verlegen wir alles ein bisschen nach oben. So. Schauen wir mal, wie das hinhaut mit dem Zeitplan. Versorgung, Strom brauchen wir jetzt hier auf jeden Fall. So. Hui. Schauen wir gerade bei den Kondensatoren vorbei. Ja, da können wir später mal noch was nachbauen. Ach so. Wäscherei, ne? Die können wir jetzt inzwischen auch bauen, oder? Nee. Zwangsarbeit. Aber die wird ja gerade gemacht. Genau. Ah, noch Schmuggel und die Überwachung. Steuern sparen 10.000. Aber hätten wir noch da. Aber wir bauen jetzt erstmal fertig. 10 Wachen ein. Da brauchen wir noch 6 praktisch. Wir warten erstmal auf noch ein paar Gefangene. Und dann Patrouille und dann, ja, kriegen wir gut hin. Ach so, Isolationszellen können wir auch nochmal noch bauen. Irgendwo so eine extra Abteilung. Das wäre doch hier drin perfekt. Ah ja. Dann demontieren wir das hier gerade mal. Und bauen hier die ISO-Zellen rein. Ah ja. Moment, dann bräuchte man hier... die ganzen blöden Zäune gar nicht. Reißen wir die erstmal ab und dann kommt hier ein schönes Isolationszellengebäude hin. Na perfekt. Das wird ja immer besser hier. Von der Planung her. So, Gefahrenstufe ist low und steigt. Die haben ernsthafte Beschwerden. Ich frage mich mal, was sind das für Beschwerden? Weil wenn man jetzt hier mal schaut. Familie wollen die treffen und Erholung. Na ganz ehrlich, Erholung ist halt nicht im Knast, ja. Hofgang haben sie, Freizeit. Wie sah denn das bei Schlafen aus? Ja, sieht super aus. Dann können wir doch da vom Schlafen ein bisschen was wegnehmen und denen als Freizeit zustecken. So hier, 10, 11. Kriegen sie mal Freizeit, ne?
So, dann sieht schon viel besser aus. Alkohol, Alkohol. Ah, okay, die wollen eine Hantelbank. Bauen wir die mal rein. Zwei Stück reichen erstmal. So, in 3 Minuten sind die 9 Insassen da. So, Familie kommt angerannt. Insassen kommen an. Perfekt. Und 12 Gefangene haben ernsthafte Beschwerden. Ach, jetzt kommt schon. Das ist doch jetzt nicht der Ernst. Familie und Erholung. Brauchen wir vielleicht ein paar mehr Tische? Ja, ich weiß es nicht. Training, ja, das kriegen sie jetzt. Ach, kommt. Knastis, ey, die haben immer Probleme. So. Rein mit euch. Lol, was machen die hier? Aufstand oder was? Moment, die werden alle mal durchsucht hier. Ach so! Ja, nee, das machen sie. Ich dachte. Okay. So, machen wir hier mal nur für Personal das Lager. So. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch abtrennen. So, und dann Personaltür. Na gut, dann putzen die halt noch. Aber von der Stationierung her ist dann hier halt nachher mal Babbela. So, warum werden die Gefangenen jetzt nicht geholt hier? So, ich stelle jetzt mal noch ein paar Wachen ein. So. Haben wir 11 Stück. Und jetzt holen wir mal die ganzen Knastis auf jeden Fall rein. Was denn, jetzt steigt's auch noch? Ah, was haben die für Beschwerden? Ich könnte echt durchdrehen. So, Programme, Sicherheitsunterweisung. So. Was ist das hier? In einem Gruppenraum. Was? Keine Ausrüstung. Was denn für Ausrüstung? Ach so, Stühle. Ja, dann bauen wir hier mal ein paar Stühle rein, ne? So, reicht erstmal, hoffe ich.
So. Und hier haben wir jetzt auf jeden Fall den Isolationstrakt dann. Damit es mal klar ist hier. Kommen den ganzen bösen Jungs rein. So. Die gehen jetzt gerade zurück in ihre Zellen, soweit ich das sehe. Und ein paar arbeiten auch. Das heißt, die putzen hier schön. Ja, oh, da muss ich mal sagen, hier dürfen sie auch nicht rein. Nur für Personal. Das auch. Das auch. Ja, gut. In Küche würde ich sagen, nur für Personal. Jo. Das ist cool. Jetzt haben wir eine richtige Putzkolonne, die putzen hier schön. Medium und die steigt gerade nicht. Aber da haben viele irgendwelche ernsthafte Beschwerden, was ich nicht verstehe. Was haben denn die für Beschwerden? Jetzt gucke ich gleich mal rein. Hier, so, kein Raum gefunden. Die benötigende Werkstatt. Kücheneinweisung geht. Zwei Stunden, jeder gefangen über die Stuhl, auf der wiederholbar einfach. Warum? Ah, jetzt geht's. Ja, perfekt. Kücheneinweisung. Oh, da müssen wir natürlich jetzt hier. Gemeinsamer Bereich. Gut, dann geht's wieder. Ah, was mache ich denn hier? Küchenanweisung. Start. So. Sicherheitsunterweisung. Was brauchen die? Eine Werkstatt. Gut, das bauen wir alles nächste Runde. Das ist gerade mega viel, was es hier zu tun gibt. Ich speichere auf jeden Fall schon mal. Das habe ich jetzt wieder ewig vergessen. Und, ja, macht auf jeden Fall gerade wahnsinnig Spaß. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, bis dann.